Jeder von uns weiß, dass Schmerz eine grundlegende menschliche Erfahrung ist. Doch heute wissen wir, dass Schmerz zu 100% vom Gehirn produziert wird. Und zwar jeder Schmerz, sei er nun schneidend, dumpf, stark oder leicht. Und ganz gleich, wie lange er anhält. Sie können Schmerzen für einige Wochen oder Monate haben. Akute Schmerzen, die durch Zellschädigung entstehen, beispielsweise nach einem Sturz oder bei einem verstauchten Knöchel. Man wird sie ermuntern, aktiv zu bleiben und nach in ihren normalen Tagesrhythmus zurückzufinden und wieder zur Arbeit zu gehen. Sollten die Schmerzen allerdings 3 Monate oder länger anhalten, spricht man üblicherweise von einem chronischen Schmerz. Denn eine Verletzung oder Zellschädigung ist nicht das eigentliche Problem. Wenn Ihnen nun gesagt wird, Sie hätten chronische Schmerzen, werden Sie wahrscheinlich nicht wissen, wie Sie sich am besten verhalten sollen. Obwohl chronischer Schmerz in Deutschland wie in Australien ein wirklich großes Problem ist, denn jeder 5. Mensch leidet darunter. Und ein Gehirn zu haben, das weiterhin Schmerz produziert, obwohl Verletzungen verheilt sind, macht keinen Spaß. Manche sagen, dass es sich anfühlt, als wären sie immer noch körperlich erkrankt. Aber so ist es nicht. Denn wenn andere Erkrankungen ausgeschlossen wurden oder nach spätestens 3 bis 6 Monaten ausgeheilt sind, liegt ein chronischer Schmerz vor, der vom Gehirn produziert wird. Es geht also weniger um körperliche Schädigung, sondern um ihr Gehirn und das Nervensystem in ihrem Körper. Und mit anderen Worten, es ist komplex. Um nun herauszufinden, was Ihre Schmerzen lindern kann, müssen Sie Ihr Gehirn und das Nervensystem umtrainieren. Darum sollten Sie wissen, welche Dinge das Nervensystem beeinflussen und so Ihre Schmerzen verursachen könnten. Hilfreich ist es, bei der Erforschung des Schmerzes objektiv und mit Hilfe eines strukturierten Plans vorzugehen, sodass keine möglicherweise wichtigen Punkte außer Acht gelassen werden. Zuerst die klassische Medizin. Medikamente können helfen, aber nur in beschränktem Maß. Um das Gehirn umzutrainieren, müssen Sie selbst aktiv werden. Anfänglich Medikamente zu nehmen, ist okay. Im Laufe der Behandlung können sie dann ausgeschlichen und abgesetzt werden. Oftmals denken Menschen auch über eine Operation nach, doch kann diese bei chronischen Schmerzen meist nicht helfen. In diesem Falle ist es gut, eine zweite Meinung einzuholen und vorher die nun folgenden Punkte zu beachten. Sie sollten bedenken, wie Gedanken und Emotionen Ihr Nervensystem beeinflussen. Schmerzen belasten das Leben, verändern die Gefühlslage und Belastbarkeit. Aber Gedanken und Gefühle sind Nervenimpulse des Gehirns. Und Sie können lernen, Stress zu reduzieren und das Nervensystem zu entlasten. Dies fördert Ausgeglichenheit und reduziert wiederum den Schmerz. Der dritte Bereich umfasst Ernährung und Lebensstil. Unsere moderne Lebensführung scheint nicht sehr gesund für uns zu sein. Ernährung und unser Lebensstil führen zu einem überstrapazierten Nervensystem. Dinge wie Nikotin, ungesunde Lebensmittel, Alkohol oder mangelnde Bewegung könnten problematisch sein und Punkte auf Ihrem persönlichen Plan zur Linderung der Schmerzen. Wichtig ist oft auch das Erforschen der Ursachen des Schmerzes in der eigenen Geschichte. Mit Abstand auf die Dinge zu schauen, die zur Zeit des ersten Auftretens des Schmerzes geschehen sind, hilft vielen Menschen, eine Verbindung zwischen einem Schicksalsschlag und der Veränderung des Schmerzempfindens zu finden. Für viele ist das Erkennen dieser tiefen Emotionen Teil des Heilungsprozesses. Zu guter Letzt die körperliche Aktivität. Das Beste ist es nämlich aus Sicht des Gehirns, ein aktives Leben ohne Angst vor Schmerzen zu führen. Zusammenfassend lässt sich also über den chronischen Schmerz sagen, er kommt aus dem Gehirn und das Gehirn kann umtrainiert werden. Wenn man Körper, Geist und Umfeld betrachtet, bieten sich viele Möglichkeiten, also holen Sie sich eine helfende Hand, wenn Sie eine brauchen, haben Sie ein Ziel vor Augen und fangen Sie an.